Selbstverständlich, Frau Blumer. Sobald die Verena geliefert wird, lege ich sie Ihnen zur Seite. Aber vergessen Sie es ja nicht. Weil das letzte Mal haben Sie es vergessen. Und gerade da waren so schöne Häkelsachen drin. So, Frau Klapacek, das macht 50, 55, 5, entschuldigen Sie. Schimek? Jetzt red doch nicht so schnell, Gustl, ich versteh doch kein... Aha, der Herr Sohn. Was, der Gott sei Dank? Ich bin so jüss. Na, sag's doch nicht. Das Kind wird schon da sein. Ach, wo ist es? Gratuliere, Frau Schimek. Obwohl, mir haben wir dann lieber wer. 3,20 Kilo. Bei den Mädeln kann man heute halt so herzlich herrichten. Jetzt hören Sie mal auf mit den Mädeln. Buben sind schon besser. Die können nicht irrtümlich angepupst werden. Na, jetzt sind sie groß, Mama. Danke. Also machst du jetzt nicht wieder rein. Bitte 2 Stunden wieder da. Wiederschauen. Das wird es werden. Ich bin so glücklich, dass ich es gar nicht sagen kann. Und ich noch viel mehr. Eigentlich, ich bin so überdrüber, dass ich direkt abheben könnte. Weißt du, was mir am meisten gefreut, Gustl? Dass dir das Kind überhaupt nicht ähnlich schaut. Was? Das ist mir doch wie aus dem Gesicht geschnitten, oder? Fast Augenglasl, Mama, oder älterer Mensch so, hä? Wem findest du Mama schon eigentlich? Na, mir natürlich. Und mein Großvater. Akkurat. Gerrit, kein Blödsinn, Mama. Tut's euch nicht streiten. So ein Neugeborenes schaut niemandem direkt ähnlich. Es kommt erst mit der Zeit. Ach so. Für mich jedenfalls. Das ist das schönste Kind auf der ganzen Welt. Genau. Lass mal die Oma reden, gell? Wir zwei kennen uns aus, Gusti. Ja, wie ein Zwilling schauen wir aus, wir zwei. Jetzt nicht streiten, essen schon. Schau, so geht das. Ja, ich bringe nichts auf, schau, es fällt alles wieder runter. Ach Gott, noch einmal, mit diesen depperten Stabel kann man ja nicht fressen, Tschu. Ich schließe zu. Ich liebe. Ja, du hast ja recht, Tschu, ich nehme ein Leben für ein Haus. So muss ein Essen her. Wie Herr Yoshi. Na, nicht tapschen. Los, so kann ich es ermüden. Ich fress nicht wieder mein Leben oder mit den Fingern. Wenn ich die Chinesisch essen kann, nehme ich die Chinesen. Oder die Kosmopoliten, stimmt's? Oder die Hefenbrüder. Was ich bitte sehe? Hefenblüdel? Hefenblüdel? Das weißt du gar nicht. Das sind feine Leute und Gentlemen sind das, weißt du? Und du, pass einmal auf, der holst in Zukunft eine blöde Tasche, machen wir uns das aus, ja? Ja, nur Spaß, was hast du denn? Deine einfach Spaß, willst du da was sein, klar. Ich bin Vater geworden! So glücklich leben! 1000 Jahre! Ja, einen Buben hab ich! Und den nennt sie auch! Zwei gleich, jetzt bist du ein fester Pimperer, erst nicht. Einen Buben haben wir, ja? Aber was geht denn die das an? Glaubst du, die redet mit jedem? Sag einmal. Jetzt gehen wir aber die Karren auf, schon langsam. Der nächste ist etwas eintritt, bitte. Ist doch ein Wunder, dass ein Kieberer ein Kind zusammenbringt. Was? Ein Kind der Zwerg. Ein Kieberer. Da. Na ja, Entschuldigung. Ich hab nämlich jetzt einen Massagetermin, da darf ich nicht. Aber? Ja. Ein Freund. Der Chef zu hat, gell? Okay. I'll be back. Was war denn das für einer? Amerikaner, den braucht nicht ernst nehmen, Papa. Aber jetzt muss ich dir gratulieren. Jetzt haben wir einen neuen Koffer in der Welt, gell? Mein Kind ist kein Koffer! Ja, eh nicht. Wenn er so ausschaut wie du, ist er ein Doppelkoffer. Weißt du, was du mich kannst? Du kannst mir und den Enz im Arsch lecken. Du Fixer bringst überhaupt kein Kind zusammen. Ja, was hast du jetzt einen nicht so angeriert? Bleib du da, Gusto. Jetzt ist er auch noch beleidigt. Bitte. Was ist Doppelkoffer? Wetting. Alles selber gemacht.
Von mir und von der Nenze. Ja, das Kinderwagen, ich hab's aber schon gekauft. Ein so ein hübscher. Wie ein kleines Engel liegt da drin. Ja, ein wunderschönes Kind. Ich habe als Kind fast genauso ausgeschaut. Ja, aber davon ist jetzt nichts mehr zum Sehen. Na, Sie haben es notwendig. Na du, na, wirst du mal ein Polizist, gell? Ja, du. Ich sehe schon von mir, wie er da in 40 Jahren im Hof steht, mit einem roten Kapperl, drei silberne Sterne auf Goldgrund. Oberst Schimek. Weißt du, was du bist? Ein Viech mit Haxen. Und sowas hab ich auf die Welt gebracht. Oberst Schimek, also so ein Blödsinn. Vielleicht wird er gar kein Polizist werden. Ja, vielleicht wird einmal ein Künstler. Oder was? Ja, ein berühmter Schriftsteller. Na, wie der Simmel. Oder gar ein berühmter Musiker. Nein, nix da, der wird kein Schriftsteller oder so ein Zeug. Da. Schaut, wie seine Augen schon hin und her gingen. Da, schau. Da. Unauffällig, aber scharf. Mein Kind ist observiert schon als Baby. Du bist der geborene Kriminalbeamte, gell? Also, was Sie da daherreden? Der Kleine ist ja viel zu gescheit, als dass er mal ein Polizist wird. Was wolltest du damit sagen, hä? Hört's auf, sonst kriegt das Kind jetzt schon ein negatives Bild von der Welt. Aber freilich steht es noch immer unten, Frau Pippal. Und wie sich der Schimmelbub spreizt, wer guckt? Ja, dabei weiß man gar nicht, ob überhaupt der Vater. Na, die Nancy, die Kaffeehausflitschen, ja, die zerrinnt ja direkt. Hm. Ja. Aber wie das Kind ausschaut. Ja, ganz rotes, verschrumpeltes Gesicht hat er und ohne dass er was sagen will, richtige Schlitzaugen. Ob da nicht von einem grauslichen Chinesen ein Spritzer dabei ist, bei dem die Nancy gearbeitet hat. Nein, Frau Pippal, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das Kind hat Schlitzaugen. Aber vielleicht ist es auch nur ein bisschen mongoloid. Also wenn ich dran denke, so wie ich als Baby ausgeschaut hat, mein Gott, wer mit dem rosa Kleiderl und den Augen so aufgeschlagen. Ja. Eine Frechheit, eine impertinente alte Schachtel. Natürlich habe ich mich verändert, aber nur zum Besten, gell? Weißt du? Kein Christbaum! Tag, wer ist er? Was? Mein Mitarbeiter. Ja, da kann man auch herzlich gratulieren. Oh. Was sind die Schlüssel? Normalerweise kriege ich jetzt 3 Monate Zinsprovision, okay? Aber weil wir so gute Freunde uns von früher kennen, was? Weil du mich von früher kennst. Damit ist die Geschichte erledigt, okay? Schau mal. Habe die Ehre. Wiedersehen. So geht es, verstehst du? Ich bin da. Da kommt das Fitnesscenter rein. Mahlzeit. Praktisch schon drinnen. Club Alcatraz. Super. In der Bruchbude? Yes. Hinterhof, verstehst? Exklusiv und böllig. Geh mal. Wenn's der Blinde aus Kunden hast, ist eigentlich wurscht, was trainieren. Tag, die Damen. Tag. Die Damen können es weglassen, wir sind zwei gewöhnliche Frauen. Also ich nicht. Ein bisschen Dame muss bei mir jetzt schon drin sein. Sag ich, hab ich gerade gesagt. Seit wann sind Sie denn eine Dame? Seit, das geht Ihnen gar nichts an. Vorläufig. Weil jetzt wird es eh bald offiziell werden. Wissen Sie was? Über die Frau, ich meine über die Dame, Doriček. Wissen Sie was? Ich hab nur Bahnhof verstanden. Grüß euch. Servus. Na, seid ihr euch einig geworden? Machst du's? Ja. Ich habe mich einverstanden erklärt. Ja, warum tragen Sie denn den Kopf gar so hoch, Frau Kotzeber? Haben Sie Angst, dass Sie ihn in die Nase reinregen? Nein. Ich trage ihn hoch, weil ich jetzt eine Hauptperson bin. Bist jetzt vielleicht Oberhausmeisterin geworden, oder was? Nein, aber Patin. Ah, wie den Film mit Marlon Brando. Sind Sie jetzt Mafios?
Na, sie wird Taufpatin vom kleinen Gusti. Genau. Und deswegen schaust du so übertrieben? Ja, ich war ja noch nie eine Patin. Da kommt ihm Freude und Stolz auf. Also, wenn's mir was gesagt hätte, wäre ich euch auch als Patin gegangen. Aber mir hat ja keiner gefragt. Bin ich euch vielleicht zu minder? Nein, aber wir haben ja nicht gewusst, ob... Du bist ja aus der Kirche austreten. Und Heiden können keine Patin werden. War ich halt wieder eintreten. Na, so einfach geht das nicht, Frau Turicek. Der Papst hat nämlich alle Kommunisten und einige andere Leute auf immer exkommuniziert. Jetzt bin ich vielleicht eine Kommunistin. Und wer sind die noch anderen Leute? Jetzt hört's doch auf, das bringt doch nichts. Wer die anderen Leute sind, möchte ich wissen. Ja, Leute wie Sie. Frauen, die was halt. Was die, was, ich Hundstieb? Wer ist ein Hundstieb, Benner Hörns? Na, Sie, ganz Kaisermühlen, weiß, dass Sie ein schiches Hundsfisch nicht gefunden, sondern in einen anderen Bezirk gefladert haben. Wegen dem schichen Hundsfisch, da sehen wir uns noch woanders, Frau Turicek, weil ich habe Zeugen. Den Hundstieb will ich vergessen, weil sowas wie Sie kann mich nicht beleidigen. Aber dass Sie den Bezirksrat, dieses arme, hilflose Hunderl, schich und Fisch nennen, das wird Ihnen noch teuer zu stehen kommen. Pah! Da kann ich nur sagen, pah! Verklagen Sie mir halt, Sie alter Schneebrunzer. So was? Sagt die über die, außer uns zwei ganz Kaisermühl schon drüber gefahren ist. Hundsfisch zu dir! Ja, die hat ja einen Glück. Der hat einen Glück, dass der Bezirksrat so einen moderaten Charakter hat. Der hätte sie ja in der Luft zerrissen, die Turicek. So, da, was ist denn mit dir? Sag mal, Bono kannst du nicht, aber es wird langsam ein bisschen eng mit dir bei mir. Sag mal, jetzt gehen wir dann zeigen, jetzt geht's schon aus. Ein paar Adlungen rennen eh schon. Aber schon super, was? In der Rotzenburg kannst du höchstens eine Safari machen oder pleite tun, ja. Mir kann's ja wurscht sein, mein Geld ist ja nicht. Meins aber auch nicht. Der Schüttel geht mal ins Bügel. Sag mal, du Nepperkant, willst du da einen harten Schuldigen verdienen? Ja, oder? Nein, bei mir gleich. Jetzt, als Chef kann ich das allein machen, verstehst? Ich brauche einen Barkeeper für den Trank, ich brauche eine Putzfrau für die Katrouf. Ne? Na, einen Barkeeper mache ich. Eine Putzfrau nicht, gell? Sie eigentlich auch so. Ein Putzfetzner wäre schon mag. Ja. Na, was ist jetzt? Machst du mir jetzt einen Barkeeper oder machst du mir nicht? Schau, die Leute sollen ja nicht nur schwitzen bei mir. Das will ja was saufen, verstehst? Bier? Nö, ja, dann sicher. Ja. Und eins ist klar, zum Gehalt gibt's natürlich einen Freitrank, ja, aber nicht 20 Flaschen am Tag zur Checkerante. Ich bin kein Checkerante, ich bin eher ein mäßiger Trinker. Ich trinke nur so viel, dass mein Leber nicht austrocknet. Ne? Und außerdem weiß gar nicht, ob ich mein Alter überhaupt noch arbeiten soll. Geh, okay. Warte mal, ich muss beim Bursche seiner Ex mit der Wohnung weiterbraten, warte. Du bist nur da? Ich hab geglaubt. Guten Morgen. Man grüßt, wenn man wo reinkommt. Mach ich ja eh. Guten Morgen, Mama. Wieso bist denn du noch da? Ist ja schon fast 6. Gewart, bis du heimkommst. Wo warst denn die ganze Nacht? Nirgends. Beim Abdul. Wer ist denn das schon wieder? Mein neuer Freund. Ein Student aus Ägypten. Was studiert er? Dich oder was anderes auch noch? Medizin, Mama. Er ist wirklich ganz lieb und schon seit 4 Jahren in Wien. Sein Vater ist reich, ist Doktor in Kairo und einen Palast haben sie auch. Na fein. Und du bist die große Liebe seines Lebens, was? Geh, Mama, red doch nicht so, auch wenn du es nicht glaubst. Diesmal ist es die wirklich große Liebe. Wir können unser Leben ohne uns gar nicht vorstellen. So wie mit dem Abdul, was noch mit keinem Mann, wirklich. Und wenn er auch studiert hat, da hat er gesagt... Ich freue mich für dich, wenn es wahr ist. Vierte, muss in die Trafik. Jetzt sieht er schon einen Haufen Leid. Aufpassen! Ja. Ich will gleich hin, da. Jedes Mal, wenn ich an der Stiegen vorbeigehe, denke ich mir, das ist genauso wie mein Leben. Ich berg immer falsch ab. Wie meinst du das jetzt?
Ich bin immer dort, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Aha, und wo wäre sie gern, die Frau Scheutl? Ich möchte gern oben sein. Nicht mein Leben lang hakeln müssen, damit ich da eine Stufe höher bin. Oder warten, ob es dir vielleicht auch mal was wird. Danke. Nein, wirklich nicht. Ich möchte es auch mal fein haben. Und über einen roten Teppich schweben. Ja, wie die Spritze aus dem ersten Stock, die man ausschaut, das hätt's gerade wieder. Tag. Guten Tag, Nefla. Weiß ich noch, oder? Komm, Prinzessin, spuck in die Hände und die Wand. Hopp, geht schon. Tut ganz schön auslassen. Wir schicken ja mehr Zeitungen zurück, als wir gekriegt haben. Sollen die Zeitungen halt gescheiter schreiben, dann täten sie die Leute auch mehr kaufen. Oh. Was hast du? Schmerzen. Ah. Mach mal. Da liegt die drin ein bisschen wieder. Ja. Ah, Kitty. Kitty, ruf die Rettung mit mir. Ist was? Ich spür schon ganz nass. Weißt du, du kannst ja nicht jetzt schon die Wehen kriegen. Auf die Rettung, schnell! Ah. Ja, hallo, hier spricht Schimek. Bitte kommen Sie schnell in die Trafik. Schiefmühlstraßen, Ecke Mäusigassen. Ich glaube, meine Freundin hat einen Abortus. Ja, danke. Und sofort. Kitty, ich habe so Angst. Komm, schleicht dich, ja? Wiedersehen. Ja, avanti! Du hast schon recht. Wer da oben wohnt, wird schon bringen. Du hörst ja nie auf mich. Wann montierst du den Satelliten? Ja, frühestens am Wochenende. Was? Ja, wenn ich von der Arbeit heimkomme, ist immer schon finster. Wenn du von der Arbeit heimkommst, ist mit dir überhaupt nichts mehr anzufangen. Du wirst noch so ein richtiger kleiner Bürospießer. Ja, sehr liebenswürdig. Aber dass ich das Geld nach Hause bringe, das passt ja schon, oder? Moment, die Mama legt auch was drauf, jeden Monat. Ja, das gehört, aber mit dem Tempo, mit dem du studierst, kannst du das gleich für die Pension sparen. Hätte ich nicht heiraten sollen, dann müsste ich mir sowas von dir nicht sagen lassen. Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, was los ist mit dir. Es ist schon schwer mit dir in letzter Zeit. Ist schon okay. Wir halten schon noch aus eine Zeit lang miteinander. Nein, er hat doch gesagt, bis dass der Tod euch scheidet. Bitte hör auf damit. Ich will nie so werden wie die Alten, die nur zusammen sind, weil sie sich schon dran gewöhnt haben. Und dann einmal bumsen in 14 Tagen, wenn's hoch hergeht. Verstehst du mich nicht? Ja, mach dir da keine Sorgen, ich stehe total auf dich, Claudia. Weiß ich eh. Und ich auf dich. Aber ich denke mir oft, das kann es ja nicht gewesen sein. Heiraten, hakeln, Kinder kriegen, das ist mir irgendwie zu heftig. Apropos heftig. Lass mir das Opa-Bett quietschen. Okay. Ja, entschuldige, ich muss, das ist mein Chef, der ruft an wegen der Weihnachtsfeier. Hallo? Ach so, du bist es. Nein, ich freue mich. Wann? Nein, da können wir leider nicht. Nein, das sind wir schon vergeben. Ja. Ja. Ja, ja. Wann? 7. Wir kommen. Das war dein Chef? Passt, das war die Oma, die macht ein Weihnachtsessen und wer nicht kommt, der wird enterbt. Sie dürfen sich auf keinen Fall irgendetwas anmerken lassen, Herr Gstädtner. Herr Gstädtner, Entschuldigung, natürlich. Sie müssen zu der Frau jetzt wirklich sehr, sehr lieb sein. Und auf keinen Fall sagen Sie ihr, dass Sie wissen, dass... Heißt das jetzt, dass die Lena nie mehr etwas Kleines kriegen kann? Schauen Sie, ausschließen kann man das in so einem Fall leider Gottes wirklich nicht. Sie sollten auf jeden Fall vorbereitet sein.
Möglich ist es schon, dass eh alles wieder. Aber das weiß man halt nicht. Logisch. Klar. Ich verstehe, Herr Doktor. Das soll jetzt nicht sein, dass mir. Nicht einmal, wir geht nicht einmal! Aber ich werde jetzt schon der Bock, ich bin ein Steher. Nur wir wollten halt so gern. Natürlich, Herr Gstetter, natürlich. Also ich werde meiner Frau noch nichts sagen. Gut. Und wenn es sein muss und sie hört von ihnen, dann wäre ich halt recht freundlich zu ihr sein. Sie kann ja nichts dafür. Ne? Das gefällt mir wirklich, Herr Gstetter, dass Sie das so sehen. Dass Sie Verständnis haben. Alles Gute. Muss ich ja. Was bleibt mir denn anderes übrig? Und bitte sagst du ihnen zwar da nichts. Das mache ich, wenn es soweit ist, ja? Ja, schon gut. Alles gut. Was geht's? Was ist? Hey, ich werde wieder bis gleich. Komm her, komm. So geht's. Danke. Aber freilich wird's wieder werden. Leg mich jetzt bitte nicht an, René. Bitte nicht. Jetzt reg dich doch nicht auf. Darüber geht's doch später reden. Jetzt musst du mal gesund werden. Ich möchte es aber jetzt wissen. Was hat der Doktor wirklich gesagt? Dass du vielleicht. Er hat aber auch gesagt, es muss nicht sein. Er glaubt, dass du. Er sagt, wahrscheinlich werden wir vielleicht keine Kinder mehr kriegen. Ich. Was du? Ich werde keine mehr kriegen. Du hast der Taubenuss geheiratet, René. Wie kannst du sowas glauben, Lena? Zwischen uns gibt's doch kein Du und ich mehr. Wir sind doch eins erst. Wenn es kein Kind gibt, dann kriegen wir alle zwei kein Kind. Die Hauptsache ist doch, dass du wieder halbwegs geht. Andere Leute haben auch keine Kinder und leben. Muss ja nicht sein. Recht hat er. Müssen tut mir gar nichts. Und der René hat dich doch trotzdem gern. Er gehört ja nicht zu den Männern, die unbedingt einen Sohn haben müssen, so wie mein Gustl. Er ist doch vernünftig. Ja, jetzt. Aber später mal. Immer. Wenn ich was sag, dann gilt das für immer, Lena. Lena, jetzt kein Kind? Nein, Franzi. Lena, kein Kind, Franzi, nicht Onkel? Nein, Franzi. Aber kränk dich nicht, ich bin ja auch keiner. Franzi, nicht Onkel. Lena, nicht Mutti? Nein, Franzi. Warum nicht? Himmelfahrt böse? Das weiß ich nicht, Franzi. Vielleicht gibt's gar keinen. Und so taufe ich dich auf die Namen August Leopold Viktor. Und von jetzt an mögest du unser Bruder und Knecht Gottes sein. Der Schoßstar allerheiligsten katholischen Kirche nimmt dich auf und unser Herr Jesus wird dich dereinst ins Paradies führen. Glaube an den Herrn und du wirst leben, gleich wenn du gestorben. Ein Augenblick. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt darf ich euch, meine Lieben, in die Sakristei bitten. War das ein Augenblick? Direkt übermenschlich. Ich glaube, der Kleine hat in die Windeln gemacht. Der schaut gar so nach innen. Also, wenn man so ein Putzerl hält, da wird einem gleich ganz anders. Da glaubt man gleich, man ist selber die Mutter. Und man hört direkt so ein kleines Herzl schlagen. Herzl? Wahrscheinlich hat er einen fahren lassen. Darf ich Ihnen meinen neuen Freund vorstellen? Gott. Ein schöner Mensch. Wie du heißen? Woher du kommen? Abdul Rezak Meir, mein Name. Komme aus Kairo und studiere an der Wiener Alma Mater, gnädige Frau. Schon wieder gnädige Frau, ich pack's nicht.
Wen haben Sie gesagt, studieren Sie? An der Uni. Auf Doktor. Komm, Abdul, geh mal. Wiedersehen. Hallo, schöne Frau. Das ist auch, dass Sie eine Gelenksentzündung kennen. Der Onkel aus Amerika, was wollen Sie denn wieder spionieren? Nein, das sicher nicht. Nein, ich wollte Sie einfach wiedersehen. Ja, ein bisschen die Beziehung pushen. Ne? Nein, da mal nicht lang umschauen Sie. Sie sind eine Frau und ja, meine, ich bin halt nur ein Mann. Ich will noch ein Angebot machen. Sie werden mir doch nicht, ohne dass wir uns kennen, einen Heiratsantrag machen. Alle Leute, ganz Zähne da. Wachs nicht. Das ist ja wie ein Film von der Rosamunde Pilcher. Ja, alte, wachs nicht. Zuerst da, Party, da gnädige Frau, jetzt einen Antrag von einem Herrn aus Amerika. Da kommt Freude auf. Bleib mal ein bisschen locker, das war anders gemeint, ich meine was anderes. Was denn? Ja, wegen der Haken, was wir schon geredet haben. Ne? Schauen Sie, was ich brauche, war so ein Mittelding zwischen Stewardess und Garderobe, so mit ein bisschen einer Reinigungsverpflichtung und so halt, ne? Für mein Center. Ne? Also, unsere Beziehung schaut so aus, dass Sie den Chef spielen und ich Ihnen putztrampel, was? Wissen Sie, was Sie her aus Amerika sind? Putzen Sie Ihnen Dreck selber und lassen Sie mich in Ruhe. Und jetzt schleichen Sie Ihnen, ich muss noch weiterarbeiten. Ja, jetzt sind Sie gleich angeredet, nur wenn man Ihnen was fragt. Ich meine, so finden Sie dann nie einmal. Männer finden immer genug, wenn ich wollte. Ich will aber nicht. Und wenn Sie mich noch weiter belästigen, dann kehre ich Ihnen auf ein Heferl, Sie Würstel. Jens, ich glaube, Sie steigen noch ein bisschen auf mich, gell? Na, das verstehe ich schon, Herr Abdul. Es ist nicht gut, wenn Sie ein Student so früh bindet. Und uns kommt es ja auch nicht auf die paar Jahre an. Wenn der Abdul mal fertig ist, schaut alles anders aus. Sicher. Ich werde Ihre Tochter nicht missbrauchen, Frau Schimek. Ich bin ein Mann von Ehre. Aber eine frühere Bindung würden meine Eltern weder verstehen noch gestatten. Für Sie darf ein Mann erst dann eine Frau nehmen, wenn er sie selbst standesgemäß erhalten kann. Na, ist mir schon klar, Herr Abdul. Ihre Eltern sind ein bisschen konservativ. Nicht sehr. Ein bisschen. Sie müssen wissen, dass die Familie Meyer einer der führenden Familien Kairos ist. Aber keine Fundamentalisten. Wirklich nicht. Meine Eltern haben beide studiert. Papa in Wien, Mama in Paris. Sie kennen also die Welt. Ja, die sperren die Frauen nicht ein. Oder lassen sie nur mit Schleier und mit der Hosen herumrennen, so wie die armen Leute. Naja, dann ist es ja gut. Hauptsache, sie haben mein Ines gern. Und es ist nicht so was Vorübergehendes. Aber ich bitte Sie, Frau Schimek, so etwas kommt für mich nicht in Frage. Hoffen wir's. Was machen Sie eigentlich am 24. nächste Woche? Nichts. Darf ich fragen, warum? Weil da Weihnachten ist. Und da feiern wir halt ein bisschen. Ja, da möchte ich Sie gern einladen, Herr Abdul. Naja, indirekt gehören Sie jetzt zur Familie. Da sind die Fotos schön. Ja, ja, schön. Und? Und alles ist voller Schnee. Ja, da auch. Schau, die ewigen Bergriesen. Und lauter schöne Hotels haben die. Schön. Und wenn wir wollen, können wir sogar im Pferdeschlitten fahren. Wieso denn wir Maus im Haus? Weil wir bei Weihnachten und Silvester dorthin fahren werden. Ja, aber das hat doch kein Mensch gesagt. Mausi, das ist unmöglich. Mausi, Lesch, wenn ich zu den Feiertagen nicht mit meiner Mama feiere, das ist eine Katastrophe. Außerdem, die Hotels da sind längst ausgebucht. Ich hab gehört, so überfüllt wie in dem Jahr war die Schweiz noch nie. Komm. Das glaube ich dir nicht. Jedenfalls frage ich einmal, Berliberg. Warum denn, Mausi? Warum? Wir fahren ja eh nicht.
Nicht, warum nicht? Oh, Silas, schau, ich hab dich ja gern, wirklich und alles. Du bist die Frau meines Lebens. Aber wegfahren können wir nicht, jedenfalls nicht zu Weihnachten. Warum nicht? Andere fahren da auch. Ja, aber andere sind nicht ich. Die haben nicht eine Mama, die drauf besteht, dass... Mein Gott, Kind, bitte, versteh doch. Schau, einmal im Jahr muss sein. Nicht Weihnachten und Muttertag und die Geburtstage heute. Halt und am 1. Mai und zu Allerheiligen und am Trotteltag auch. Sag mal, bist du denn nicht der eigene Herr? Ja, schon, aber na, bitte, das Masi, verstehst du doch, wie es ja auch nicht recht. Ich würde viel lieber mit dir in die Schweiz fahren. Na, und warum tust du das dann nicht? Weil du tote Hosen bist. Ja, bitte, musst du vor allen Leuten hier. Eine tote Hosen! Wenn ich gewusst hätte, dass du lieber mit deiner Mutter als mit einer Frau zusammen bist, dann hättest du gleich von mir die Kuchen gekriegt. Was machen Sie so blöd? Schauen Sie sich selber an, wie Sie da. Komm, gehen wir, Mausi, bitte. Nein! Wenn du mit mir nicht in die Schweiz fährst, dann kannst du da lang gehen. Bitte dich kniefällig, mach mal nicht vor allen Leuten hier eine Szene. Marcel, weißt du was? Wir fahren über die Ostern in die Schweiz. Ja, oder auf die Seychellen oder nach Leupersdorf. Das sagst du jetzt, und wenn dann Ostern ist? Was steht denn da so deppert und verdumm? Ja, hört mal, ich hab dir nichts Besseres zu tun als posten. Oder wolltest du vielleicht ein Foto mit Autogramm von mir? Ja? Bitte, bitte. Entschuldigung, es ist so peinlich. Komm, geh mal, bitte. Mausi, du schau, da vorne ist ein Juwelier. Da kaufe ich dir jetzt einen Ringel oder eine neue Uhr, weil dann ist eh schon alt. Aber unter einer Rolex tue ich es nicht. Oh, es muss ja kein Goldene sein. Ich will ja nicht unbescheiden sein. Gut, Marcel, du kriegst eine Rolex und zu Ostern fahren wir auf die Seychellen. Ehrenwort? Ja. Ehrenwort. Hallo. Ich hab keinen Hunger. Wenn ich an unser Kind denke, vergeht mir der Appetit. Glaub's mir nicht. Aber essen muss man trotzdem. Es hat keinen Sinn, wenn man sich narisch macht. Ich krieg mich aber. Überhaupt jetzt, wo wir die größere Wohnung in Aussicht haben mit der schönen Loggia, wo ich mit den Kleinen nicht sitzen können. Also schön ausdenkt. Muss man unseren Kleinen zu seinen ersten Weihnachten alles kaufen werden. Seine großen Augen auf die Kerzen schaut. Jetzt ist er tot. Und nicht einmal richtig auf die Welt kommen. Krieg ich dich nicht, Lena. Hat halt nicht so in sein. Aber warum gerade bei uns? Wo wir uns doch so ein Kind gewünscht haben. Andere lassen ununterbrochen abtreiben. Auf die Welt! Komm, hast was? Wird's ja schon wieder weggenommen. René. Jetzt wird schon wieder. Jetzt mach endlich dein Lackern, Bezirksrat, damit wir heimkommen ins Warme. So, brav! Ist mein Wasserlein gewesen. 12-mal hat er Lolli gemacht. Ja, du. Und einmal Kaki. Geht schon gut, Frau Kaiser. Bei Fuß, weißt du, der andere Hund ist viel Gack. Was? Der Hund ist viel Gack? Lass dich auf den Nagel, wenn du nicht ruhig, sonst kriegst du noch eine Krankheit. Also hören Sie, mein Hund ist wirklich kerngesund und der hat auch keine Flöhe, so wie der Ihre. Flöhe hat dann jeder Hund. Nur sehen Sie es nicht, weil sie einen grauen Star haben. Aber die Flöhe von Ihrem Hund, die sehe ich noch immer gestochen scharf. Wir wollen nicht streiten, Frau Kaiser, zu Weihnachten. Na und? Ich streite auch zu Weihnachten. Schauen Sie, gerade an einem solchen Tag sollen sich die Leute doch vertragen. Ich vertrage mich mit jedem, Herr Kudelnack, nur nicht mit Leuten, die gegen mich oder gegen meinen Hund gehässig sind. Frau Kaiser, ich wollte Sie was fragen. Was? Schauen Sie, ich und ein paar Genossen machen in der Sektion eine Weihnachtsfeier für einsame Herzen. Das heißt, eher ein gemütliches Beisammensein von Menschen, die niemand mehr anders haben als sich selber. Und was weiter? Ja, da wollte ich Sie fragen,
ob Sie nicht auch hinkommen möchten. Sie sind ja auch allein. Wieso? Ja, mein liebes Wastelein und das liebe Wastelein hat mich, sein liebes Frauerl. Und Sie wollen mich zu einer Feier einladen mit lauter alte, ungepflegte Mannsbüder, die nach Wein, Bier, Schnaps und Tabak stinken und monatelang die Unterhosen nicht wechseln und das Herz und sonst was einsam haben? Ja, danke. So eine alte Schasterumme. Aber ein Goschen hat's mir schwert. Da bemüht man sich, freundlich zu sein. Jetzt mach endlich dein Ackerl! Sonst gehen wir heim und du kannst in der Kerwand brunzen. Weihnachten alle miteinander. Servus. 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 Na, grüß dich, ja? Freust dich schon? Ja, was konnte ich dafür, wenn ich da länger Dienst machen hab müssen? Weil da so ein belgisches Arschloch sich unbedingt den Christkindlmarkt anschauen hat müssen. Wer? Naja, so ein Generalding von der EU da. Der UNO oder irgendein Wichserverein. Wir haben einen Gast. Naja, glaubst du, der schimpft nicht? Das ist der Herr Meier, das ist mein Sohn. Ja. Servus, hab schon viel von dir gehört, Alter. Aber nur das Beste. Du, ja, und schimpfen, gell? Ihr Beduinen, ihr schimpft's ja auch, oder? Aber nie während deines Festes. Ach so. Außerdem sind wir keine Beduinen, sondern Ägypter, Herr Schimek. Ach so, ja. Naja, ist ja auch wurscht. Menschen sind wir alle, gell? Mehr oder weniger. Du, ja, und übrigens, du kannst du zu mir sagen, ich bin der Gustl. Abdul. Ja, weiß ich. So, die Kerzen brennen, ja. Jetzt können wir die Bescherung machen. Also. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Schimpfen wir ein bisschen. Ja, wie der Wicht. Schöne Weihnachten, Mama. Schönes Weihnachten. Frohe Weihnachten. Abdul, frohe Weihnachten. Auch die Kerzen abpassen. Schöne Weihnachten, ne? Bitte, Leute, was kriegst. Alles Gute zu Weihnachten. Nein, Moment, da müssen wir vorher schon noch singen. Also, Stille Nacht. Heilige ich glaub, das lassen wir lieber. Pack mal lieber die Geschenke aus, gell? So. Nein. Das kommt zuerst hier. Was da drinnen ist, gehört dem kleinen Gusti. Ja, machen wir's auf, das Backel. Ja, warte mal. Was ist denn da drinnen? Oh, was ist denn das? Glock 17? Ja. Schau, ist das schön. Das ist ja Buffen. Ja, eine Faustfeuerwaffe, schau. 9 mm, halbautomatischer Rückstoß. Bist denn du übergeschnappt? Du schenkst dem Kind einen Revolver? Das ist kein Revolver, Mama, das ist eine Pistole. Also, Gustl, das ist wirklich eine Schnapsidee. Die ist aber nicht echt. Nur zum Spielen, oder? Also, ja, natürlich. Aber die ist echter wie echter, gell? Direkt tödlich. Aber Baby, gib mir doch nicht sowas, du Trottel, du. Ja, bei meinem Kind schon, ja. Wer ein Polizist werden will, der muss sich bei Zeiten an das gewöhnen, an die Waffen. Ja, aber mein Enkelkind nicht. Mein Enkelkind wird ein anständiger, normaler Mensch. Was soll denn der mit der riesen Puffen? Ja, anschauen. Ich meine, der muss sich doch an den Anblick gewöhnen. Ich kann es ihm doch so ins Kinderwagen so einhängen. Er hat ja die Kugel und die Schäpperl ja drinnen hängen. Weißt du, dass du ein riesen Volltrottel bist? Wahrscheinlich habe ich dir das Kind Haarsbrot. Oder was immer. Mama, ja, bitte reg dich nicht auf. Es ist Weihnachten. Bitte reg dich nicht auf. Ja, die verstehen uns nicht. Gehen wir lieber, weil sonst essen wir erst um Mitternacht in den Trocken. Was heißt das Haas? Weiber, was müsst ihr machen? Komm hoch, der Herr da. Sie meinen es doch nur gut. Und wahrscheinlich haben sie recht. Und das sagst du, wo bei euch zu Hause nichts mehr geschossen wird und jeder Araber mit einer Waffe ins Bett geht? Also, wurscht, soll doch jeder machen, was er will. Magst du was trinken? Whisky oder so? Danke, nein, ich trinke keinen Alkohol. Magst kein Puffen, aber auch nicht. Trinken tust du auch nichts. Ich mein, pass auf, dass du nicht verbringst. Du hast wenigstens im Bett was mit der Ines, ne? Was bist du deppert, doch, Alter? Doch, oder? Na logisch. Die Araber habt ihr euren Haare, wir hätten nur zum Anschauen. Gustl, bitte.
In Ägypten gibt es keinen Harem. Dort lebt man monogam. Mono was? Das ganze Weihnachten, wirklich. Nein. Was, nur eine? Ja, aber das ist eh wie bei uns. Das Essen ist fertig. Na geh, okay, wo wir uns jetzt noch nicht unterhalten, von Mann zu Mann. Du unterhalt dich lieber mit den Ganseln und Zerteus. Na ja, nix mehr arbeiten, Robotik. Ein Knödel oder zwei Knödel? Das ist schwer, was mit unserem Harem, gell? Schau, komm her. Hey. So, das Kindel. Schaufe das Essen nicht so hinein, du erstickst noch an einer Gräten. Und was schaust du dauernd auf die Uhr? Ist was? Ja, warum haben wir nichts? Ich hab mir geschaut, wie spät es ist. Ja, jetzt muss ich aber. Was musst du? Gehen. Leider, Mama, die Politik ruft. Was? Am Heiligen Abend? Am Heiligen Abend ist jeder Christenmensch bei seiner Familie. Ja, unbedingt, Mama. Aber weißt du, wir haben noch eine, also meine ich, die Partei frisst eben ihre Diener auf, sogar am Heiligen Abend. Nein, nein. Wir haben sogar heute Abend eine Diskussion wegen einem neuen Obmann. Und da muss ich hin, leider. Naja. Kann sein, der neue Obmann ist blond? So blond wie... Du halt den Mund! Du auch, du Rotzbub! Macht's ja keinen blöden Witz. Mit unserem Obmann steht und fällt die ganze Partei. Aber wer von euren Machern ist denn blond? Wer von unseren Machern blond ist? Ja, der... Achso, du gehst gar nicht in die Partei. Du gehst zu dieser deiner Mausi-Maus. Aber wo denn, Mama? Ich hab heute wirklich eine Sitzung mit dem inneren Kreis, sozusagen. Lüg mich nicht an! Noch dazu am Heiligen Abend. Mein Gott, Mama, schau, die Frau Turecik ist doch auch ein Mensch. Und sie hat die Grippe und möchte halt ein bisschen eine Gesellschaft haben und... Da geh hin, aber ich bleib nicht lang weg. Ein knappes Stündel und ich bin wieder da. Oder dreiviertel oder halbes oder fröhlich. Ja, dann wären wir jetzt auch, gell, Peppi? Ja, genau, weil wir kommen sonst noch zu spät. Sag nicht, ihr wollt's auch gehen. Wir müssen noch auf einen Sprung zu meinen Eltern und zu den Freund. Aber der Kapfen war echt super. Ja, der war total super. Bitte geht's, geht's? Na geht's doch! Lass mich in alle allein am Heiligen Abend! Ein schweres Burgtheater in den Außenbezirken. Los, Abgang! Ja, Oma, entschuldige, aber wir müssen wirklich. Und frohe Weihnachten noch. Brauch eh niemanden! Verschwindet's schon! Bin ich heute